Nein, ein neues Superhandy gibt es hier nicht und keinen Schlussverkauf. Hunderte stehen an, weil sie die Wiedergeburt eines Kaufhauses sehen wollen. Oh la la. Nur eben ein ganz anderes. Wo einst Galeria Kaufhof war, ist in Fulda nach fast 3 Jahren Leerstand heute Karl eingezogen. Ein Konzeptkaufhaus. Jeder darf hier Quadratmeter für Wochen mieten und Besonderes verkaufen. Wir mieten Objekte an in verschiedenen Städten und versuchen unsere Konzepte dort immer anzupassen pro Stadt, dass letztendlich da wieder Leben in die Häuser kommt und das meistens mit Unternehmern und Unternehmern, die einfach Lust haben, da mitzumachen und auch hier mal vielleicht vom Internet weg einfach mal in den Offline-Handel wieder zurückzugehen. Die meisten Stände hier sind nämlich von Händlern, die schon im Internet guten Absatz haben. Selbstgemachte Uhren aus Holz, Kerzen aus schonendem Pflanzenwachs, Handmade-Gin und Haarbänder, ganz stylisch. Die verkauft hier die selbsternannte Haarband-Uschi. Marie Duschek organisiert auch den Insta-Markt. Sie selbst hat 10.000 Follower auf Instagram, ist seit 3 Jahren im Geschäft. Vom Andrang heute ist sie selbst richtig überrascht. Für mich ist es einfach so, so cool, wenn ich sehe, wie viele Menschen im Endeffekt meine Produkte dann tragen. Wenn ich die Aussteller sehe, die mich angucken und sagen, ey, wir sind so happy, es läuft, da kriege ich Gänsehaut, ne? Alte Kaufhäuser sterben, sagt die 32-Jährige, auch weil sie sich nicht bewegen. Ich glaube, man muss einfach nur den Leuten was Spezielles bieten. Die müssen einfach einen Grund haben, wie ein Eventcharakter, gell? Dass sie einfach Bock haben, hierher zu kommen, weil es was Besonderes ist. Folgt mir gerne bei Insta, da gibt es nämlich immer noch ganz coole Tipps. Sagt's und sendet ihren Followern eine weitere Videobotschaft. Jeder Stand hat stark reduzierte Mieten und Mieter können von Monat zu Monat wechseln. Konzeptkaufhaus nennt sich das. Manchen Händler wundert es nicht, dass es ein Magnet ist, schon am ersten Tag. In der Zeit von Corona hat jeder so seine Zeit für irgendwelche Hobbys gehabt, die man dann halt ausleben konnte. Und daraus ist das ja bei uns auch erst gewachsen, ne? Und ich glaube, dass da einfach ja, das Verständnis und das Interesse von den Leuten für individuelle Sachen wesentlich höher ist als die ganz normale Massenware. Natürliches, Veganes, Selbstgemachtes und viele junge Leute. Eher Markt als Kaufhausatmosphäre und die Besucher stöbern und fassen an wie zu alten Zeiten. Einfach mal was Neues sehen, junge Leute. Startups sind ja allgemein sehr beliebt. Ein bisschen Handmade kommt immer sehr gut. Da hat man Taschen, hier hat man Gürtel, da hat man Schmuck. Es ist einfach eine schöne Zusammenkunft auch von vielen jungen Leuten, die auch so als Newcomer jetzt auf dem Markt sind. Auf so einer Internetseite, da gibt es immer nur ein Produkt, aber hier im Kaufhaus, da gibt es von A bis Z, würde ich behaupten, alles. Diese Ketten, diese Einheitsgesichter von Städten, das mag ich nicht. Für die Stadt Fulda ist das Konzept Kaufhaus Karl ein Experiment, um den langen Leerstand zu überwinden. Gewinne dabei nicht das Wichtigste. Wir wollen Dinge ausprobieren. Wir nennen es Stadtlabor. Das heißt, wir probieren einfach jetzt in den 2 Jahren Dinge aus, um zu wissen, was ist an dem Ort vielleicht zukünftig interessant, was nehmen die Bürger an, was ist gewollt, ja, und was bringt Frequenz natürlich auch in die Innenstadt. Innenstadtbelebung mit Ideen wie die von Marie Duschek. Fulda hofft, dass das an traditioneller Stelle, wo einst der Kaufhof war, nachhaltig gelingt.